Verhütung, dass es geschieht, dass die NATO auf die Idee kommt, nach Russland oder China eine Atomwaffe zu schießen. Diese Staaten hätten gar keinen anderen Ausweg, als zurückzuschießen zu dem Territorium, von dem sie kommen. Die USA, wohlgemerkt, schießt nicht und führt nicht Kriege von ihrem Territorium aus, sondern von unserem Territorium. Und das müsste doch den letzten Deutschen aus den warmen Fernsehsesseln emporheben lassen. Wir rufen euch auf, ab und zu bei unseren Antikriegsmahnwachen auf dem Alex vor dem Kaufhof Montag 18 bis 19 Uhr uns durch eure Teilnahme zu unterstützen. Auch in Libyen sieht es ein bisschen anders aus. Die Bevölkerung ist 5 Millionen lang auf die Straße gegangen mit grünen Flaggen und Gaddafi-Bildern. Sie wollen ihre Regierung behalten. Einfach was zu Libyen. Sie brauchen kein Geld für die medizinische Versorgung, kein Geld für Bildung auch im Ausland, Studentum auszugeben. Weiterhin ist dort noch weit mehr Lebensort als früher in sozialistischen Ländern. Der Gewinn des Öls sind auch für Mieten ausgegeben worden, die wir hier nicht zu bezahlen brauchen. Das heißt, jeder, auch hier in Deutschland, würde bei diesem Vorgehen der Regierung natürlich für die Regierung auf die Straße gehen. Auch in den Nasen ist das Volk mit grünen Fahnen und Gaddafi-Bildern auf die Straße gegangen. Nun werden wir sagen, wir haben doch das nicht in der Zeitung gelesen, nicht wahr? Aber wie sieht es denn aus? Friedensgedenke von uns waren 1999 in Jugoslawien und im Kosovo und haben gesehen, wie diese Bomben Häuser, Fabriken, Krankenhäuser und Schulen bombardieren. Deswegen durften wir auch nicht während der Präsidentensendung sprechen. Nicht wahr? Und übrig geblieben sind von 300.000 Toten, die man uns weiß machen wollte, 39 gewaltsam zu Tode gekommen auf beiden Seiten. Das sagt uns der stellvertretende OSZE-Bevollmächtigte für den Kosovo, General AD Lockwald, der also die Zahl hatte. Daraufhin sollten wir diese Lüge, die uns die Bundesregierung aufgetischt hat, sollten verfolgen. Es haben sich Generale und hohe Bundestagsabgeordnete zusammengesetzt, um die schwedische Regierung zu stützen. Aber ein böser Böse ist der, dabei etwas anderes denkt. Derjenige, der die Leitung dieser Gruppe hatte, Professor Guido Lutz, Direktor des Friedens- und Forschungsinstitutes in Hamburg, ist leider vor einem Gespräch mit Bundesverteidigungsminister Struck vor dem Irakkrieg in einem Badezimmer einem Herzversagen erlegen. Daraufhin ist diese Gruppe von hohen Leuten, Generalen und Bundestagsabgeordneten, die also Köpfe der Regierung rollen lassen wollten für ihre Lügen, 300.000 Tote im Kosovo und übrig geblieben waren 39. Die sollte fallen. Und von dieser Gruppe hat man nach dem Tode von Professor Lutz nie mehr etwas gehört. Jeder hätte ja der Nächste sein können. Das ist Demokratie pur in Deutschland. Ihr werdet verscheitert und merkt es noch nicht mal. NATO, Massenmörder, NATO, Massenmörder, NATO, Massenmörder, NATO. NATO, Massenmörder, NATO, Massenmörder, NATO, Massenmörder, NATO, Massenmörder, NATO, Massenmörder, NATO, Massenmörder, NATO, Massenmörder. NATO-Stützpunkte, US-Stützpunkte mit atomaren Waffen schließen hier in Deutschland. Das müsste die normale Forderung eines jeden hier in Deutschland sein. Wir lassen uns nicht verkohlen und schon gar nicht kaputt machen. Alarm, Moana, Uli, ja!